Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines After Dark. Ja, wir haben letzte Folge alles auf die Sonnenenergie gesetzt und oh Wunder, sobald die Sonne untergeht, erzeugt sie keinen Strom mehr. Mensch, wer hätte das gedacht, wer hätte damit gerechnet? Ich jedenfalls scheinbar nicht. Tja, das heißt, wir müssen unseren Fehler wieder ausgleichen, brauchen auf jeden Fall einen kleinen Kredit, lösen den hier mal ab für 6.000, das können wir uns leisten, nehmen den aber gleich nochmal neu auf und müssen uns jetzt hier darum kümmern, dass wir dementsprechend hier neue Windräder mit dran setzen. Schauen wir mal. 1, 2, 3 und dann setzen wir mal noch ein viertes. Das müsste dann schon fast soweit passen. Und ich glaube, so ein kleines Windrad können wir hier oben nochmal mit hinsetzen. Das erzeugt zwar im Endeffekt ein bisschen Lärm. Ich weiß auch noch nie, ob es so stehen bleiben wird. Aber ich glaube, wir sind dann abdeckungsmäßig genau dabei. Und ja, das heißt, es sollte kein Problem mehr sein. Gut, dann habe ich in der Zwischenzeit auch allerhand neue Mods installiert und da will ich euch hier zum Beispiel einen schon mal zeigen. Ich bin noch ein bisschen sehr unzufrieden halt mit dieser Uferpromenade und habe mich mal umgeschaut, was es denn für Alternativen gibt. Dazu werden wir einfach mal die komplette Reihe hier abreißen. Und der neue Mod, oder ja, der neue Mod hat einfach den Vorteil, werdet ihr gleich sehen, man kommt hier wunderbar auch damit um die Ecke, um die Kurve, was wirklich was Cooles ist. Und von daher, lasst euch das erstmal zeigen oder lasst euch überraschen, was es ist. Kommen wir gleich dazu und erstmal hier aber alles weg damit. Gut, dann müsste das schon soweit in Ordnung sein. Und dann wollen wir, ich glaube, das war schon genau das Ding hier, was ich haben will. Genau, das setzen wir bis dorthin. Dann möglichst nah hier auch ran. Und hier gehen wir in den entsprechenden Abständen dann dort mit. So, das wäre der eine Punkt, das müssen wir erstmal durchziehen. Gibt es leider nicht in größer, aber macht nichts. Das geht ja auch relativ flott und ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer im Unterhalt. Was kostet das? 9,6 Credits die Woche. Na, das geht eigentlich. So. Na. Gefälle zu steil. Ernsthaft? Okay. Das müssen wir wahrscheinlich geländemäßig nochmal anpassen. Dann lass mal kurz hier, wo haben wir es? Genau, dieses Tool und bitte in klein und ansonsten passt das soweit. So, dann zieht das hier mal ein Stück weit nach draußen erstmal. Kann man hier auch schon mal machen. Gut, und dann lassen wir mal gucken, wo haben wir den jetzt hier. Und jetzt müsste es, genau, wunderbar funktionieren. Und dann setzen wir den in der Form dort mit. Halt, nein, das war zu spät. Nochmal eins verschieben, bitte. Ich glaube, wir müssen es nochmal verschieben. Der wollte jetzt gerade nicht dort andocken. Jetzt will er. Okay. So, und dann ziehen wir das hier komplett durch bis, ja, zum Rand auf jeden Fall. Und da ist schon wieder das Gefälle zu steil. Dann lässt das hier auch nochmal angleichen. So, und dann hier nochmal die letzten Parks bitte mit dazu. Nicht genügend Geld. Okay, das ist mal ein anderer Grund. So, dann lasst das aber trotzdem erstmal angucken. Also wir müssen hier natürlich das Gelände dann anpassen. Aber rein baumtechnisch sieht es, glaube ich, schon mal besser aus. Die sind besser in Schuss, die Bäume. Und ja, sehen allgemein besser aus. Hier eine Kurve. Gut, hier gibt es irgendwie Probleme, wieso auch immer. Da sind die noch nicht so gut in Schuss. Und schauen wir mal. Aber ich glaube oder habe so das Gefühl, insgesamt macht es schon einen gar nicht mal so schlechten Eindruck. So, wir verdienen jetzt auch ein bisschen Kohle und werden hier nochmal dort auf jeden Fall was mit dran setzen. Und hier auch nochmal. So. Und da muss ich mal kurz hier auch noch mal unterbrechen, weil das Telefon klingelt. So, sorry Leute, dann machen wir weiter an der Stelle. Ja, lassen wir die Zeit erstmal ein Stück weit voranschreiten. Und hier können wir das auch noch mit dran setzen. Dann ist die Reihe zumindest erstmal soweit dicht. Und dann können wir hier vorübergehend erstmal das Gelände abtiefen oder absenken. Und dazu machen wir den Pinsel mal ein bisschen größer, dass es nicht zu lange dauert. Und dann können wir das hier mal komplett die Bank durchziehen. Da muss ich das Wasser noch anpassen. Okay, das ist aber in Ordnung. So, dann hier bitte auf der Seite auch noch komplett durchziehen. Und da warten wir noch ganz kurz. Okay, ich kann euch das ja trotzdem schon mal zeigen, was jetzt hier im Endeffekt dabei rauskommt. Lasst das Ding mal wieder schließen. Und ja, man sieht schon ein klein wenig. Gut, wassertechnisch, das muss sich noch angleichen. Da entstehen gerade hier etwas größere Wellen. Aber so im Groben und Ganzen, glaube ich, kann sich das sehen lassen. Und das finde ich eine total coole Sache. Und wie gesagt, die Bäume sind zum Großteil auch besser in Schuss. Und von daher
optisch, glaube ich, auf jeden Fall eine Aufwertung im Vergleich zu vorher. Die Ecke können wir uns natürlich dann nachher gleich angucken, nachdem wir jetzt hier das noch mitsetzen. Und dann hätten wir das aber auch relativ flott schon erledigt, das Thema. So, lass das hier auf jeden Fall nochmal machen, dann da und Gefälle zu steil. Okay, ich glaube, ich ziehe das erstmal vom Gefälle allgemein ein bisschen weiter nach draußen. Lass das mal machen, dass wir da nicht ständig diese Meldung bekommen müssen. So, das können wir dann sowieso noch zurückbauen. Das sollte ja nun nicht das Problem sein. Und hier auch noch und so weiter und so fort. So, ist das auf einer Höhe? Das sieht mir irgendwie so uneben aus. Okay, jetzt ist es Sonnenaufgang. Da sieht man gleich auch nochmal mehr. Da können wir auch nochmal gleich einen Blick drauf werfen. So, lass das erstmal bis dort hinten ziehen. Jawohl, das müsste dann ausreichend breit sein. Hier können wir es ja auch nochmal vorsichtshalber schon mal ziehen. Gucken wir mal, ob wir da oben die Kurve auch kommen. Da hatte ich im Vorfeld noch nicht drauf geachtet. So, jetzt setzen wir das hier schön wieder mit ran und 1600 pro Teil. Wir machen mal die Zeit auch schnell, dass wir nicht ganz so viel Kohle dabei verlieren. Und man sieht auch von der Reichweite, also es hat jetzt nicht die Mega-Reichweite für die Gebäude, aber es reicht aus, um die Nachbargebäude auf der gegenüberliegenden Straße auf jeden Fall glücklich zu machen. So, dann bitte hier einmal komplett und, da fehlt, nein, ernsthaft? Ja, Gott sei Dank können wir auch sowas machen, notfalls. Dann machen wir das halt so und dann müsste es wieder passen. Und hier bitte auch nochmal und da und, ja, hier müssen wir jetzt eigentlich gucken. Ja, wir würden es bis unter die Brücke durchkriegen. Machen wir mal. So, dann hier noch. Und dann gucken wir mal auf der anderen Seite, wie nah wir das dort noch mit dran bekommen. Ja, ich glaube, da wird der Abstand zu groß sein. Ja, da ist eine ganz kleine Lücke. Aber gut, das macht nichts. Vielleicht liegt das auch an der Zugstrecke. Das kann natürlich durchaus der Fall sein, dass wir ohne die sonst näher dran gekommen wären. Aber ich finde es absolut in Ordnung. Das passt. Gut, dann lass hier das Gebiet oder das Gelände erstmal wieder absenken. So, machen wir auch wieder mit einem größeren Pinsel und zwar, naja, ein bisschen geht noch, warte mal, so um die 100. Jawohl. Und dann können wir das hier nämlich auch schon mal angleichen. Jawohl. Hier alles weg bitte und da noch und so weiter und so fort. So, na dann, hätten wir das schon. Und jetzt können wir hier nämlich uns auch die Kurve mit ansehen und das vor allem auch mal bei Tag betrachten. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus, denke ich mal. Und ja, passt soweit. Hat hier noch so den Vorteil, diesen Effekt, man sieht es ein bisschen durchs Wasser durchschimmern. Das ist wirklich eine Art, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet. Auf jeden Fall ist hier noch eine Art von Mauer, die da halt nach unten geht und ja, so eine Art Kanalsystem oder sowas. Wenn man das jetzt hier nicht so breit voneinander aufstellen würde und hier vielleicht noch ein Ufer wäre, würden die sich wahrscheinlich in der Mitte unten treffen und dann hätte man eine schöne Kanaloptik. Könnte man ja natürlich auch nochmal probieren, sowas langfristig. Aber ich bin erstmal sehr zufrieden, wie es aussieht. Es ist auf jeden Fall eine Aufwertung im Vergleich zu vorher. Und ja, schaut mal wieder ganz anders aus. So, sehr schön. Das hätten wir dann sozusagen auch erledigt. Ich habe noch ein paar andere Mods. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Werden wir jetzt nicht direkt bauen. Hier habe ich noch ein paar mehr Felder dazu geholt. Vielleicht auch welche, die uns was bringen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt dafür noch ein zweites gab. Auf jeden Fall habe ich da noch einige entdeckt, die ich vorher noch nicht installiert hatte. Und auch coole Sache will ich auch unbedingt testen. So eine Sunken Train Station. Das sieht bestimmt später auch cool aus. Werden wir auf jeden Fall auch mal mit in Angriff nehmen, dass wir dann auch sowas setzen. Gut, wir sind hier erstmal soweit durch. Ich glaube, wir müssen immer noch uns darum kümmern, dass wir Arbeitsplätze mit rankriegen. Und ich glaube, wir hatten das Gebiet hier, kann das sein, schon ausgewiesen? Nein, hatten wir noch nicht. Dann würde ich fast sagen, dass wir das erstmal zu Bürogebäuden machen. Können wir notfalls später nochmal verändern. Aber ist erstmal eine Maßnahme, um die Arbeitslosigkeit vielleicht in den Griff zu bekommen. Und da werden wir das auch mal machen und das Feld nehmen wir natürlich auch noch mit dazu. So, hier auf jeden Fall noch und da auf jeden Fall noch. Und hier überlege ich gerade, kommt, da machen wir ja auch ab dort komplett Büro. Jawohl. So, und wenn das jetzt nicht reicht von den Arbeitsplätzen, dann flippe ich aus, dann platze ich, genau. Lass mal schauen. Wie viel Prozent, jetzt will ich mal gucken, wie viel Prozent haben wir denn? Wir haben aktuell, wir hatten vorher mal 19% Arbeitslose, jetzt haben wir nur 13% Arbeitslose. Also es scheint sich schon etwas verbessert zu haben. Das Problem ist natürlich, sobald wir jetzt diese Arbeitsplätze schaffen, dann steigt unsere Nachfrage nach Wohngebieten. Und wir haben sofort wieder arbeitslose Bürger.
Also, da bin ich noch am Überlegen halt, wie man das gut ausgleichen kann. Dass wir mehr Nachfrage nach Wohngebiet im Endeffekt bekommen und ja nicht direkt wieder nur arbeitslose Bürger haben. Schauen wir einfach mal. Lass vor allem mal hier rausgehen aus dieser Optik, dass wir das mal gemeinsam direkt anschauen können. Ist auch schon wieder Nacht, die hier reingebrochen ist. Ja, es ist noch nicht perfekt. Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen ist auf jeden Fall so dermaßen gesunken, dass es keine Nachfrage mehr nach Industrie gibt. Wobei wir dennoch 12% arbeitslose Bürger haben. Das heißt, irgendetwas stimmt dort nicht. Haben wir die. Wie sieht es denn bildungstechnisch aus? Warte mal, ich glaube, wir können das hier irgendwo halbwegs einsehen. Wir haben 29% ungebildete Bürger. Die kriegen wir hier in solchen Arbeitsplätzen, glaube ich, nicht unter, oder? Und ich glaube, die kriegen wir auch nirgendwo anders gut unter. Genau, hier wird mindestens gebildet vorausgesetzt oder gut gebildet. Das heißt, die Ungebildeten kommen hier einfach nicht ran. Ich denke, es liegt daran, dass wir ein zu schlechtes Schulsystem gerade haben und dass wir vor allem grundschultechnisch uns noch mit anpassen müssten. So, wir haben, glaube ich, auch bisher nur eine Grundschule, nein, zwei Grundschulen sogar gesetzt. Okay, waren wir doch fleißiger, als ich dachte. Und werden hier noch eine weitere dazu nehmen. Was sind das denn eigentlich für Gebäude? Lass mal gucken. Oh, da hat man auch sowas hingesetzt. Stimmt. Hatte ich schon wieder verdrängt. Na gut, wir wollen eine Schule haben. Dann hier nochmal reingehen. Und wo setzen wir die Schule mit ran? Vielleicht hier direkt neben das Wohngebiet. Das wäre, denke ich mal, soweit in Ordnung. Damit haben wir eine Abdeckung von 900 in Bezug auf 1354. Also wir bräuchten noch weitere Schulen. Guck mal, hier könnte man im Vorort auf jeden Fall, also aktueller Vorort in Anführungsstrichen, wird später auch City, noch eine Schule mit ransetzen. Machen wir es dort, dann ist das auch schon mal halbwegs abgedeckt. Und eine weitere Schule würde noch funktionieren. Die können wir dann hier in der Gegend mit reinsetzen. Das ist ja dann wirklich absoluter Vorort. Und hier wäre, glaube ich, auch eine Schule nicht ganz verkehrt. So, die Frage ist, wo machen wir es hin? Hatten wir nicht. Nee, mir war so, als wenn wir hier schon mal was gesetzt hätten, aber haben wir noch nicht. Ah, das holen wir jetzt nach. Und da kommt eine Schule hin. Und dann sind wir von der Kapazität sogar über dem Bedarf im Moment. Und ja, schauen wir mal, ob das so bleibt, wie sich das entwickeln wird. Gut, damit sich unsere Bürogebäude dementsprechend dann noch mit aufwerten können, sollten wir auch mal probieren, unser U-Bahn-Netz, was wir hier schon mal ja in ganz zarten Versuchen angefangen haben, sollten wir versuchen, dieses auch noch auszubauen. Das heißt, wir werden hier mal die ein oder andere U-Bahn-Station noch mit dazu nehmen. Nehmen einfach mal diese hier. Warte mal, wo ist die Schule jetzt direkt? Die war doch hier irgendwo in der Nähe. Die habe ich hier irgendwo hingesetzt. Theoretisch muss es hier irgendwo sein. Genau, ich glaube, hier ist er. Dann stellen wir das Teil nämlich direkt neben die Schule als gute Verbindung und werden das dann auf jeden Fall hiermit anschließen und vielleicht aber auch hiermit anschließen. Genau, da haben wir so einen kleinen Kreis an U-Bahn-Stationen. Müsste in Ordnung sein. Linie hinzufügen und auch wieder zurück. Und hier dasselbe auch nochmal. Linie hinzufügen, jawohl. Und dann auch nochmal zurück das Ganze. Sehr schön. Weitere U-Bahn-Stationen werden folgen auf jeden Fall. Und zwar würde ich gerne hier in der Nähe eigentlich noch eine mit unterbringen wollen. Die Frage ist, wo genau machen wir das? Ich guck mal hier in der Ecke vielleicht. Da würde sich das anbieten. Lass mal gucken, wie das dann aussieht. Das wäre in Ordnung. Jawohl, damit kann ich leben. Dann lass mal gucken. Das wird, glaube ich, jetzt zu teuer. Das können wir uns, glaube ich, nicht leisten. 9600 brauchen wir dafür. Gut, dann lass mal die Zeit mal kurz voranschreiten. Aber es müsste funktionieren. So, 9,3 haben wir. 9,6, jawohl. Wir kommen sogar hier durch, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, dass der Tunnel sich daran stören wird. Aber gut, hat gepasst. Dann bitte hier das nächste schon mal ausweisen an Linie und dann bis dahin und nochmal hier hin. Sehr schön. Gut, da hätten wir das. Und dann lass mal schauen, wie ist eigentlich die Abdeckung? Lass mal gucken, wie viel Prozent der Bürger wir inzwischen damit transportieren. 163 pro Woche. Wir haben Einwohner 20.600 knapp.
Okay, also noch nicht ganz so viele. Und nur 16 Personen fahren mit dem Taxi, echt? Hätte ich gedacht, dass da mehr unterwegs sind. Na, vielleicht entwickelt sich das noch. Schauen wir mal. So, jetzt sehe ich gerade hier im Augenwinkel, diese Mülldeponie können wir wegreißen. Das werden wir mal schon mal in Angriff nehmen. Dafür werden wir dann die nächste hier einschalten und entleeren. So, was wir auch dabei mal machen werden, diesen Friedhof hier zum Beispiel. Der ist eingeschaltet, aber der muss mal entleert werden. Jawohl, und dann müsste sich das dann auch allmählich anpassen. Die Verbrennungsanlage kommt soweit klar. Ja, es sind halt alle Leichenwagen in Betrieb. Gucken wir mal. Aber ich glaube, der Friedhof entleert sich mit seinen eigenen Leichenwagen. Also von da dürfte es kein Problem sein. Gut, vielleicht kriegen wir das auch noch hin, dass wir den auch noch mit einschalten und auch direkt entleeren. Gucken wir mal, wie schnell die das schaffen. Gut. Wir haben trotzdem noch so ein kleines Problem, dass hier einfach noch, ja, ich glaube, die schaffen es einfach nicht abdeckungsmäßig. Und hier haben wir noch ein Kriminalitätsproblem. Das ist auch nicht so cool, was jetzt direkt verschwindet. Und daraufhin ziehen auch wieder Einwohner ein. Okay, das ist auch soweit in Ordnung. Gut. Aber trotzdem haben wir noch dieses kleine Leichenproblem. Wir verdienen im Moment aber gar nicht mal so schlecht. 6.800 in der Woche. Das heißt, wir können uns theoretisch noch so eine Anlage leisten. Wo ist denn die Abdeckung noch besonders bescheiden? Wo haben wir denn die Krematorien? Hier haben wir eins auf jeden Fall. Jawohl. Und ich glaube, hier hinten haben wir eins. Das heißt, ja, dort haben wir generell einen Friedhof hingestellt. Das wäre auch schon soweit fast in Ordnung, aber vielleicht wäre ein Krematorium auch nicht verkehrt. Ich überlege nur, ob es wirklich sinnvoll ist. Und wir haben Stromprobleme, sehe ich schon wieder. Ich mache mal die Pause kurz rein, dass wir mal hier in Ruhe überlegen können, wo wir das denn hinbauen wollen. So, lass mal hier gucken, dass wir hier oben vielleicht, weil hier sind ganz schön viele Tote, dass man hier noch eins mit hinsetzt. Kriegen wir das hier noch irgendwo mit unter? Jawohl, ich glaube, hier können wir es getrost mit ransetzen. So, dann lass es nochmal kurz weiterlaufen. Jawohl, und ihr hättet dann auch den Vorteil, dass ihr halt diese Straße genauso nutzen könnt, um dorthin zu kommen. Also ich könnte mir das vorstellen, dass das soweit funktioniert. So, wieso haben wir jetzt ein Stromproblem gehabt? Lass mal gucken. Wir produzieren auf jeden Fall genug Strom. Und die haben einfach nur keine Anbindung. Daran könnte es wohl liegen. So, Underground Cable. Das ist für oberirdisch sozusagen. Dann lass das mal hier hinsetzen. Und das ziehen wir dann mal. Ne, wir ziehen es unter Wasser durch. Warte mal. Wo ist das? Hier. Dass wir das dann noch damit verbinden. So, müsste dann funktionsfähig sein. Wieso leuchten die zwei hier eigentlich nicht? Stimmt dort irgendwas nicht? Ich weiß es nicht. Setzen wir hier einfach mal noch eins hin. Vielleicht fangen sie dann auch an zu leuchten. Nö, die leuchten einfach nicht. Alle anderen leuchten, nur die nicht. Wieso auch immer. Okay, dann lass das doch wieder entfernen. Das kostet nur sonst unnötig Kohle und ist schon soweit in Ordnung. Gut, dafür habt ihr jetzt auch Strom. Also funktionieren tun sie trotzdem, obwohl sie nicht leuchten. Wieso auch immer. So, dann mit dem Windkraftrad sieht gar nicht mal so verkehrt aus hier hinten, finde ich. Aber generell, ja, ich mache mir halt immer noch Gedanken, wie man es hier schön lösen könnte. Vielleicht können wir testen es mal, wie es aussieht. Wir nehmen einfach mal ein paar Bäumchen in die Hand und gucken mal, was wir hier baumtechnisch reißen können. Ich werde jetzt hier nichts Wildes machen. Wir werden einfach nur ein bisschen großzügig, ja, die Bäume verteilen. Kleine Buche wäre eine Maßnahme. Nehmen wir die? Ja, kommt. Und bitte nicht einzeln, sondern vielleicht schon so. Okay. Hätte ich jetzt mehr erwartet von der Pinselgröße. Lass mal so probieren. Ja, der setzt relativ bescheiden, also relativ wenig dorthin. Okay. Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, da komme ich besser, wenn ich die einzeln setze. Das nochmal wegnehmen. Genau. Da brauche ich nur gedrückt halten und da legt der hier los. Okay, da geht nicht wegen dem Windrad. Dann das hier aber noch mal ein bisschen und da, genau, das sieht auch wesentlich besser aus, wenn man hier einfach das Einzelne auswählt und dann hier die Taste gedrückt hält. So, lass mal gucken. Hier noch und da noch ein bisschen. Jawohl. Und vielleicht hier in die Ecke auch noch mal. Ich weiß es noch nicht. Sieht auf jeden Fall ein klein wenig besser aus.
könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und hier könnte man dann wahrscheinlich auch noch, naja, ich will es auch nicht zu viel auf einmal hier machen, zumal ich noch nicht weiß, ob mir das so dann gefällt im Endeffekt. Ja, werden wir nochmal im Auge behalten müssen. Hier oben können wir noch auf jeden Fall, genau, und da vielleicht auch noch, obwohl man es jetzt schon kaum noch sieht, leider. Na gut, wir behalten das im Auge, wir machen uns noch ein bisschen Gedanken darum, lassen das aber für den Moment erstmal so stehen, schauen stattdessen mal in unsere Arbeitslosenstatistik rein und ich würde sagen, die sieht bombastisch aus. 4% arbeitslose Bürger, ich glaube weniger geht auch gar nicht, also von daher, das ist perfekt so. Und wir haben so viele Tote hier, wieso haben wir denn so viele Tote? Wieso schafft ihr es denn nicht, Leute? Hm. 315, 279 Verstorbene. Wieso sterben denn so viele Leute bei uns? Gibt es dafür spezielle Gründe? Oder haben jetzt die Krematorium eigentlich nur volle Auslastung, weil jetzt die Friedhöfe sich hier entleeren? Ich weiß es nicht. Ihr seid schon bei 2300, 2500 und du hast insgesamt... Es geht eigentlich auch. Bist auf jeden Fall noch nicht am Limit hier bei der Aufbewahrung. Hm. Interessante und schwierige Entscheidung hier. Ich denke mal, wir werden hier noch ein Krematorium reinsetzen. Lassen wir mal hier reingehen und dann nochmal hier auswählen. Weil mir das schon fast zu viel erscheint. Ich habe da so ein bisschen Bammel, dass wir das jetzt ja übertreiben mit der Anzahl. Aber wir machen es einfach. Gut, na dann. Hoffe ich, dass es sich jetzt allmählich mal geben wird. Schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall genug Kohle, dass wir den Kredit zurückzahlen können, wenn das noch nicht ist. Nee, ist er noch nicht. Dann weg damit. Da sparen wir auch schon wieder ein bisschen Kohle in der Woche. Und dann lass mal gucken. Vielleicht löst sich ja nun langsam mal das Problem. Oder wir haben einfach ein Verkehrsproblem, dass die nicht rankommen. Könnte das vielleicht sein? Nein. Daran liegt es offensichtlich nicht. Okay, hier staut sich es ein klein wenig, aber... Das ist noch alles im überschaubaren Maße. Hm. Tja, die Stadt der Toten, würde ich mal meinen. Mal wieder. Gab es dafür nicht auch irgendeinen Erfolg oder sowas? Ich weiß es nicht. Hm. Ja, ja. Und hier hinten fehlt uns noch das Wasser. Da haben wir die Leitung, glaube ich, einfach noch nicht gelegt. Genau. Das holen wir einfach mal nach. Dann bitte kurz hier rüber gehen am besten. Und dann dort mit hoch. Wunderbar. Dann seid ihr auch versorgt. Dann dürftet ihr euch nicht mehr beklagen können. Und lass mal gucken, wie es hier parktechnisch aussieht bei euch. Ob ihr noch was benötigt. Oh ja, ihr benötigt noch einiges. Und dann lass mal schauen, was geben wir euch denn da am besten. Wollen wir... Hm. Nee, okay. Ich habe hier, glaube ich, auch noch einen neuen Park oder einen allgemein neue Parks. Lass mal gucken. Hier ist er nicht, auch nicht, der wurde nur geupdatet, jawohl, und hier ist es auch nicht. Ich glaube, der war es. Restaurant Plaza und der normale Cobblestone Plaza. Die beiden würde ich zum einen gerne mal testen, vor allem wie die Auswirkung ist, wie sind der Radius. Hält sich sehr an Grenzen, sehr überschaubar. Können wir mal auf der Seite mit testen. Ja doch, das testen wir mal hier. Lass mal gucken. Okay. Ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Vielleicht lässt sich das aber verschönern. Lass mal gucken. Das würde genau damit hinpassen. Okay. Lass dich mal verschieben. So ein ganz kleines bisschen. Ich glaube, das müsste reichen. Und dann lass nochmal gucken. Genau, jetzt passt der nämlich dort wunderbar mit ran. Und dann passt der bestimmt auf der Seite auch nochmal mit ran. Und dann betrachten wir das Ganze nochmal neu. Aber ich finde das immer noch sehr übertrieben. Also richtig gefallen tut es mir nicht. Wir können das Gelände technisch auf jeden Fall nochmal anpassen, angleichen, so ein klein wenig. Mach das mal so. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Ich glaube eher weniger. So, dann lass hier mal die Pinselstärke auswählen auf... ja, müsste soweit in Ordnung sein. Nee. Das hier hinten hätte ich gerne weiter nach unten. Okay, das will er gerade nicht. Wahrscheinlich, weil hier einfach das Gebäude draufsteht. Oh, hm. Okay. Jetzt will er es auch nicht mehr zurücknehmen. Wahrscheinlich, weil ich jetzt schon eine andere Aktion gemacht habe. Aber kriegen wir wieder hin. Das ist kein Problem. Gut.
Das müsste schon fast in Ordnung sein. Aber so richtig toll sieht es wirklich nicht aus. Hätte ich mir ein bisschen schöner vorgestellt, aber gut. Lass das mal wegnehmen, das auch. Den einen können wir ja dort stehen lassen. Einfach mal so als ja, dekorative Vielfalt. Was wir hier auf jeden Fall machen können, ist auch ein neuer Park. Lass mal gucken. Und zwar ist das ein... Ja, habe ich mehrere Parkhäuser runtergeladen, die gar nicht mal so verkehrt aussehen. Da gibt es zum einen das kleine hier. Das sieht auch nicht so verkehrt aus. Es gibt, glaube ich, aber noch ein mittleres und ein großes. Genau, das ist das mittlere. Ne, das ist das große. Und das ist das mittlere, genau. Wir nehmen mal das große und testen mal, wie das hier an der Ecke aussehen würde. Da setzen wir das mal dorthin und gucken uns das Ganze mal kurz mit an. Ach cool, das sieht ein bisschen aus wie das von GTA. Gefällt mir. Ja, dann nehmen wir das natürlich so und wir werden hier mal die Straße fortführen und nehmen dazu dieselbe natürlich. So, lass das mal testen, wie das aussieht. Wenn wir dich jetzt hier bis dahin, glaube ich, müssten wir es machen, rangehen. Und dann lass mal probieren mit einer der anderen Straßen. Ich denke mal, fast die ganz normale sechsspurige Straße soll es werden. Und vielleicht aber mit Fahrradweg. Das geht noch nicht. Da sind wir noch zu nah dran geblieben. Okay, da müssen wir noch ein Feld weiter. Dann lass das mal zurücknehmen und wir setzen das nochmal neu. Und zwar, bis dahin hatten wir es gerade. Ich glaube, so müssten wir es jetzt machen. Genau, es sind dann zwei Felder Überschuss. Und dann lass hier mal halt Straße und hier mal nochmal rangehen. Jawohl, das würde jetzt funktionieren sogar. Cool. Dann überlege ich gerade, wie wir es hier verlegen wollen. Ich würde schon gerne dann hier im Endeffekt vorbeigehen. Und das aber relativ nah am Fußballfeld. Schauen wir mal. Wir können auf jeden Fall bis dahin schon mal verlegen. Das wäre schon mal ein Anfang. Und werden hier das Teil, die könnten sich dann hier sozusagen treffen. Das wäre auch noch eine, vielleicht eine coole Sache. Lass mal gucken. Wir nehmen mal das Stückchen dann nochmal weg. Das legen wir notfalls ja auf der Plus-1-Ebene. Und lass hier dafür mal das entlang bauen. Und lass mal probieren, vielleicht kommen wir hier ohne Biegung, ohne großen Firlefanz dort ran. Sieht mir allerdings nicht danach aus. Der Winkel wird einfach zu steil sein. Oder wir nehmen, das können wir natürlich auch probieren. Wir testen das, ob das mit so einer Straße geht. Aber es geht auch nicht ohne Kurve. Aber wir könnten das, ja das könnten wir machen, das stimmt. Wir könnten das so machen. Ich glaube, das machen wir auch. Komm, da lass das nochmal einen Ticken zurücknehmen. Lass hier die Straße ruhig in der Form nehmen. Dann ziehen wir erstmal etwas großzügiger und dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier mit rankommen. Ich glaube, dass das passt. Das wieder weg. Jawohl. Und das nehmen wir vielleicht vorerst auch nochmal weg. Ich denke mal, wir werden dann hier nochmal ein Stück nach da gehen und dann wieder nach unten. Schauen wir mal. Gut. Da hätten wir das schon mal soweit vorbereitet. Und ich überlege, ob wir jetzt hier auch gleich die sechsspurige Straße nehmen. Wo ist denn hier eigentlich der Anschluss? Das ist hier rüber gelegt im Moment. Okay. Schwierige Frage. Lass das mal testen. Wir werden mal das aufwerten zu der sechsspurigen. Und gucken mal, wie es aussehen würde, wenn wir jetzt hier noch mit rangehen würden. Das würde theoretisch erstmal gehen soweit. Das ist in Ordnung. Ach stimmt, da hatte ich mir auch Gedanken gemacht. Das würde ich gerne eigentlich auch mal testen. Ich glaube, dazu müssen wir allerdings diese hier nehmen. Weiß ich noch nicht. Ich würde gerne probieren, hier eine Art Kreisverkehr aufzubauen. Dazu müsste man vielleicht... Ne, hier ist ja gar keine Kreuzung. Wo ist sie denn? Ach, hier hinten. Ne, dann stört das nicht. Und dann müssten wir vielleicht hier erstmal eine leichte Kurve wählen. Machen wir mal. Gehen wir nach dort mit ran, also im 90 Grad Winkel erstmal. Gehen dann geradeaus darauf zu. Und hier werden wir das Ganze auch machen. Und gehen einfach ja komplett gerade ran. Das ist dann soweit in Ordnung. So, jetzt können wir das aber auch verändern, dass das nur in eine Richtung führt. So zum Beispiel. Und so. Da war richtig rum und hier bitte auch noch.
Und dann können wir das Ding natürlich auch dazu umwandeln, dass das zwar eine sechsspurige Straße ist, aber im Endeffekt natürlich eine Einbahnstraße, weil wir hier bei dieser sechsspurigen Straße als Einbahnstraße nicht die Fahrradwege mit dazu bekommen, wie ich das gerade sehe. Das heißt, wir müssten das eigentlich in der Form verändern. Huch, was hat er denn jetzt gemacht? Okay, bitte in dieselbe Richtung. Huch. Okay. Irgendwas lief hier gerade gewaltig schief, glaube ich. Ja. So, lass das mal entfernen. Das Ding bitte auch. Jawohl. Und dann müssen wir das, glaube ich, geländetechnisch nochmal angleichen. Lass mal gucken. Nee, die Höhe wollen wir wählen. Und nicht so schwach, aber auch nicht so groß dafür. Genau. Und dann ziehen wir... Nein, falschere Höhe. Die Höhe wollen wir wählen und die ziehen wir nochmal hier geradeaus durch. Jawohl. Ziehen das auch nochmal ein Stück weit nach vorne, dass wir das dann auch anbauen können. Und werden das gleich dann nochmal höhenmäßig angleichen. Allerdings ziehen wir erstmal die Straße dort rüber. Und dann müsste das funktionieren. Jawohl. Gut, das passt jetzt. Und dann bitte hier nochmal die Richtung ändern. Und dann hätten wir hier eine Art Kreisverkehr. Moment, hier müssen wir es auch noch angleichen. Und ja, bin mal gespannt, ob das sich irgendwie bezahlt macht. Ich glaube eher weniger. Ich habe fast die Befürchtung, wir müssten halt hier die Straßen noch aufbessern dafür. Können wir eigentlich auch machen direkt. Ja, wir gucken mal. Weil das dann schon ja fast zu fett aussieht. Aber nee, wir testen das einfach mal. Wir machen das ruhig. Und bauen dann hier nochmal die Gebiete auf jeden Fall mit dran. Das müssen wir wieder ausgleichen. Das passt. Und haben wir hier noch irgendwo was frei? Jawohl, hier ist noch was. Und da und so weiter. Gut, dann hätten wir das. Hier passt das soweit. Hier ist noch nicht. Da geht es leider nicht. Aus was für Gründen auch immer. Genau, jetzt brauchen wir den Park noch wieder. Der war relativ weit rechts. Das weiß ich noch. Und dann lass mal schauen. Wo ist er? Der war, glaube ich, nach diesen Kanälen erst. Und die Kanäle waren relativ weit rechts. Genau, da kommen sie. Und das war der Park. Gut, dann lass das Gelände nochmal angleichen. Und zwar gehen wir jetzt diesmal auf die Höhe. Und jetzt wieder wegnehmen das ganze Zeug hier. Wunderbar. Gut, da hätten wir das schon. Warte mal, hier können wir noch. Da sieht man noch den Dreck sozusagen. Okay. Na gut, ganz kann man es nicht rausnehmen, aber das stört, glaube ich, nicht. Das ist in Ordnung. Und hier ist das noch nicht aufgewertet worden, sehe ich gerade. Das heißt, das werden wir auch nochmal ganz kurz machen. Alter, so eine fette Straße. Gibt es denn nicht auch dreispurige? Ja, es gibt dreispurige. Das wäre dann allerdings Autobahn. Und das ist dann nicht ganz das, was ich will. Mir sind die hier eigentlich zu fett. Ich würde sie gerne in der Nummer kleiner haben, aber schon mit der Geschwindigkeit. Ja, und hier gibt es dann vierspurige auf jeden Fall. Na gut, wir lassen es erstmal so. Und ich glaube, wir haben es auch schon geschafft für diese Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen bei euch. Und ja, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder mit einschalten, wenn es heißt Let's Play City Skylines After Dark. Bis dahin. Ciao, ciao.